Jo, Leute, was geschieht, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge haben wir ja, wir haben es einfach unendlich lange versucht, das gute alte Tor anzukriegen. Und ich habe es endlich geschafft, ja, ich habe es wirklich oft probiert und wir haben es endlich hingekriegt. Das Tor ist an, wir haben Licht, wir können reingehen ins Nether und das werden wir jetzt auch tun. Das haben wir in der letzten Folge, eigentlich habe ich das versprochen, nur es ging halt nicht anders. So, und wir gucken jetzt im Nether, was da so abgeht und was wir da auch machen können, denn wir wollen da ja gerne rein und den Eisblock holen, deswegen rein in die gute andere Welt. Oh. Okay, und wir wollen jetzt hier hin, genau. Wir nehmen den Pilz mit. New Recept Unlocked. Dann haben wir hier Bambus drinne. Ah, wir haben einen anderen Sapling mit einem anderen Baum. Und wir haben das kostbare Eis. Und das dürfen wir nicht verlieren. Wir lassen das mal alles nochmal in der Kiste. Und jetzt werden wir erstmal uns einen Weg unter das Glowstone bauen. Denn wir wollen ja auch gerne das Glowstone komplett haben. Und das kriegen wir halt nur, indem wir uns hier runterarbeiten. Und das werden wir jetzt in langsamen Schritten tun. Immer schön eine Treppe bauen hier, wo wir dann am Anfang draufstehen können. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns hier erstmal einmal komplett rumbauen. Und da drunter bauen funktioniert hier leider nicht. So. Aber wir werden uns hier außen mal schön was hinstellen, dass wir hier auch nicht runterfallen, ja? Und dass wir so viel Glowstone wie möglich hier retten. Was zur Hölle habe ich da jetzt gemacht? So. Hier auch nochmal einen rausbauen. Kann alles nicht schaden. Ja, je mehr wir haben, desto besser. Okay, das sieht gesund aus. Dann können wir jetzt mal anfangen, ein bisschen was abzubauen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir uns hier wieder hochkommen. Und das können wir dann nur gewährleisten, wenn ich das erstmal hier ein bisschen weghaue. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Tor hier anmachen. Ob wir dann auch nochmal zu einer anderen Welt kommen würden. Da habe ich keine Ahnung, Leute. Wirklich nicht. Und wir haben auch gar nicht mehr so viel von dem Scheiß hier. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier uns wieder hochbauen. Safe. So, dann nehmen wir nämlich auch die Kiste nochmal mit. Zack. So, und jetzt erstmal alles, was wir nicht brauchen, bitte ins Menü legen. Dass hier nichts passiert, Leute. Hier darf nichts passieren. Okay. So, hier geht's einmal rum. Dann geht's einmal hier rum. Okay, und dann sind wir wieder oben. Alles klar. So haben wir unseren Weg erstmal nach oben wieder ganz sicher. Jetzt bauen wir hier den restlichen Glowstone-Shit ab. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir sehr schnell sein. Ja, genau so. Damit das Zeug nämlich nach oben fällt. Na, okay, doch, das ging noch richtig gut. Oh shit.
So. Keine Ahnung, was man mit Glowstone macht, außer diese Glowstone-Steine da bauen. Habe ich keine Ahnung, was man sonst damit machen kann. So, wir gehen jetzt schön langsam hier wieder hoch. Und werden hier bestimmt auch nochmal wieder zurückkommen. Und mal gucken, was wir machen, wenn wir das Tor unten anzünden. Jetzt wollen wir erstmal wieder zurück. Oh yeah, baby. Ah. Oh. Zurück in unsere Welt. So, jetzt haben wir das Eis. Wir haben das Glowstone. Wir packen erstmal das rein. Hiermit können wir nämlich auch endlich Bambus machen. Das Bambus ist auch sehr wichtig. Daraus können wir nämlich Zucker machen. Ah, das ist sogar schon eine große Kiste. Wieso ist denn das schon eine große Kiste? Ach so, weil wir haben ja eine extra Kiste gebaut. Leute, ihr müsst mir aber auch mal auf die Sprünge helfen so ein bisschen. Ich bin alt. So, jetzt wollen wir erstmal unsere Plattform zu Ende bauen. Da, wo wir unser Essen pflanzen und anlegen. Damit wir hier auch einmal safe alles zu haben. Ja. Und dann müssen wir das hier nämlich wegmachen. Und dann müssen wir noch eine kleine Plattform bauen, die rausgeht in Richtung da, wo wir dann auch unser Zeug anbauen wollen. Wir brauchen jetzt als erstes die Wände. Und müssen hier einmal zumachen. Das ist ganz wichtig. Einmal hier muss zu. So, dann müssen wir hier, hier ist ja doppelter Boden überall. Ich hoffe es. Wir müssen gucken, wo hier direkt überall doppelter Boden ist. Wir brauchen eine Fackel. Hier schön in die Ecke, das Licht hauen. So, dann haben wir das. Und es sieht verdammt gut aus. Ja, wir haben sehr, sehr viel geschafft bis jetzt. Wir haben das Eis. Und wir müssen eine unendliche Wasserquelle bauen. Wir nehmen jetzt erstmal das hier weg. So. Hoffentlich haben wir noch eine. Nein, wir haben keine. Das heißt, wir müssen unseren gerade eben abgebauten erstmal hier wieder hinstellen. Dann brauchen wir Stock und Stein. So. Bum, bum. 1, 2, 3. Bum. Zack. Das brauchen wir jetzt erstmal. Dann brauchen wir das auch noch. So, dann wird erstmal der Ofen weggekloppt. So, da war Kohle noch drin, sogar 7-mal. Das hatten wir auch noch in irgendeiner Folge gemacht. Und da werden wir hier mal gucken, ist hier doppelter Boden? Nein, hier ist kein doppelter Boden. Das ist sehr schlecht. Bis gar nicht gut. Wo kommt doppelter Boden? Okay, das ist nicht gut. Weil hier überall kein doppelter Boden ist. Das heißt, wir müssen uns doppelten Boden machen. Alles erstmal weg. So. Wir brauchen doppelten Boden. Wegen der unendlichen Wasserquelle, Freunde. So. Dann brauchen wir eine Pickaxe. Picky, 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 picky. Dankeschön. Muss einmal alles weg hier. Give it to me, baby. So. Muss hier alles doppelt der Boden sein. Die soll da in die Ecke. Wo sie keinen stört. So. Hier in die Ecke soll die. Okay, das ist schon mal gut jetzt. Müssen wir hier fängt nämlich diese flachen Scheißsteine an. Und hier soll die hin, so. 1, 2, 3.
Die flachen Dinger müssen weg. Das muss auch nochmal weg. Das muss nochmal weg. So. Das muss nochmal weg. Das muss weg. So. Jetzt wird hier die unendliche Wasserquelle gebaut. Weil die muss ja 3 breit sein. So. Das hier kann alles wieder geschlossen werden mit normalen Cobblestones. Die wir nicht haben. Aber ist auch nicht so schlimm. So. Jetzt brauchen wir erstmal den Bucket. Gleich. Erstmal hier Eis rein. Putz. Wasser raus. Wasser rein. Unendliche Wasserquelle ist gebaut. So. Leute, wenn man so einen Schritt geschafft hat, ja, dann geht erstmal die ganze Last von den Schultern. Wir sind schon so unendlich weit gekommen. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Und es läuft eigentlich sehr gut. So. Die Cobblestone-Firma wird hier bald eingestellt. Und dann müssen wir mit doppeltem Boden da irgendwo hinten rüber. Irgendwo da vorne hin. Oder wir bauen die Cobblestone-Fabrik hier dahin, dahin. Hier wäre zum Beispiel ganz gut. Hier. Hier, oder? Müsste 4 lang sein, so. Aber das würde dann hier rausstechen. Das stört. Der hier stört ja auch schon. Ich glaube, den kann man auch nicht wegbauen, ne? Oder? Das ist so ein Unendlichstein, ne? Da können wir uns totschlagen an dem Ding. Der wird niemals weggehen. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ja. Lassen wir das erstmal so. Ich überlege nochmal weiter. Mach gerade Brainstorming, Leute. Wir müssen schauen, dass wir hier... Hier Wasser. Hier kommt... Das Feld hin. So. Und dann kommt hier nochmal Feld hin. Und dazwischen kommt einfach nur Wasser. So. Hier nochmal Dörte. Und dann ist hier unser Feld. Da müssen die Mauern, die müssen noch einmal ein Stück hoch hier, weil das hier halt das Feld ist. Ne? Da hilft nun mal nichts. Wir müssen auch gucken, weil die wachsen ja immer, dass die immer einen Platz frei haben. So. Man hätte das auch ein nach unten bauen können, aber das ist mir dann auch wieder zu anstrengend. Deswegen machen wir das einfach so. Wir bauen die Wand einfach ein Stück höher. Und stören tut's keinen. Und es sieht geil aus. So. Dankeschön. So. Hier erstmal wieder das Licht hindroppen. Nicht, dass wir hier Ärger mit den Nachbarn kriegen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass diese Viecher hier spawnen. Ich hab schon... Der Plan ist schon gut, oder Leute? Sagt mal ganz ehrlich. Ja. Der Plan jetzt nicht. So. Ja, von hier kann man nämlich darauf und ich möchte hier nicht runterfallen. Deswegen ist das hier so mit den Zäunen gemacht. Und passt eigentlich sogar ganz gut. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Wasser holen. Und hier immer wieder aus der unendlichen Quelle Wasser schöpfen. Damit wir hier... oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, das Wasser ist weg. Damit wir hier unsere... Damit wir hier einen nassen Boden haben. Das heißt, hier in die Ecke. Ja. Immer schön aus der Mitte greifen, dann läuft das immer wieder zu, das Wasser. So.
Und dann ist das nachher auch eine unendliche Wasserquelle da vorne. Da können wir dann auch einfach immer wieder rausschöpfen, wenn wir Bock haben. Ich glaube, hier muss wieder was rein, genau. Wir wollen das auf jeden Fall eben haben. Also das Wasser muss eben sein. Das heißt, wir müssen hier ein paar Mal hin und her laufen. Was aber eigentlich nicht stören wird oder sollte. Hauptsache, wir können hier unser Zeug pflanzen und wir haben hier vernünftig unser Essen. So. Stört das, wenn ich da was rausnehme? Nein. Jetzt müsste das glatt sein, oder? Ja, ist glatt. Ja, ist glatt. Super. Ist das glatt? Ja, ist glatt. Super. Dann können wir nämlich wieder hier rausschöpfen. Und dann haben wir hier eine unendliche Wasserquelle. Und das können wir jetzt eigentlich immer und überall so weiterführen. So. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Und es wird alles schön nass. Der Boden ist feucht. Das heißt, hier kann das genau wachsen, was wir gerne möchten. Dann werden wir den einmal zurücklegen. Wir nehmen mal so eine Stufe mit. Dann werden wir das mitnehmen. Das mitnehmen. Den Baum müssen wir auf jeden Fall anpflanzen. Weil davon haben wir noch nur ein Stück. Und mit den Pilzen weiß ich halt noch nicht, was ich machen muss. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Genau, wir wollen hier. So. Dass wir nicht immer raufspringen müssen. Wir werden einmal hier pflanzen. 1, 2, Platz. Hier pflanzen. Wir machen mal lieber so Platz. So. Wir müssen eh gucken, dass wir von den Melonen mehr pflanzen als von dem anderen Scheiß. Weil das nicht so wichtig ist. Diese Kürbisdinger sind nicht so wichtig. Und mit den Mushrooms müssen wir gucken, wie wir die, ob man die überhaupt vermehren kann oder nicht. Da müsst ihr mir dann in die Kommentare schreiben, was man da mit am besten macht und was nicht. Bambus brauchen wir auch einmal. Müssen wir auch mitnehmen. Wird immer am Wasser angepflanzt. Das heißt, warte mal, wie war das nochmal? Ja, doch. Das müsste, genau, ohne dass es so Dings ist. Und dann wächst das, dann hauen wir das in der Mitte ab, dann haben wir da auch schon mal mehr von dupliziert. Das ist dann unser kleiner Garten und so. Hier ist unsere unendliche Wasserquelle. Dann müssen wir den Sapling noch einpflanzen. Alter, das ist so, guckt euch das an. Guckt euch das an. So wachsen die Bäume halt am geilsten. Und da kann man sich halt, also mit Holz, ne, haben wir erstmal mehr als genug. Das ist halt immer das ist immer das Ding, ne? Irgendwann hat man denn so, ganz am Anfang, da struggelt man so richtig krass. Und dann irgendwann hat man so viel. Und wir wollten, wir müssen auch mal gucken. Ich glaube, wir bauen unser Haus dann aus zwei verschiedenen Holzarten, die wir haben. Ich denke mir mal, dass es interessanter wird. Unsere Axt ist gleich down. Da haben wir zum Glück noch eine über. So viel Holz. Es ist so unendlich viel Holz. Da müssen wir uns wirklich mal was Cooles überlegen.
jetzt auch bald dann mal eine Treppe bauen. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir einfach das Haus, was wir jetzt, also das, was wir jetzt hier haben, das mittige Ding, dass wir da einfach mal eine Treppe irgendwo am Rand bauen. Ja, die abgesichert ist natürlich mit einer Wand. Aber dass wir dann da, also so eine Wendeltreppe, aber dass wir dann da hochkommen in den zweiten Stock. Und von da aus bauen wir dann einfach, richtig geile Idee, Leute, da bauen wir dann unsere, unser Haus, ein Stockwerk höher. Also nach oben weiter, weißt du? Wisst ihr, wie ich meine? Das müsste auch voll geil sein. Ich glaube, was wir auch machen können ist, wir können doch jetzt auch eigentlich mit diesem Knochenpulver, also wir haben ja diese Knochen, wir können die doch zermahlen, also ein davon. Und dann können wir doch daraus eigentlich so ein Pulver machen, das klicken wir dann auf die Pflanze. Und dann kriegen wir doch da Holz raus, oder? Und dann müssen wir hoffen, dass wir aus diesem einen Säppling, den wir jetzt da hingestellt haben, Dings rausbekommen. Na, wie heißt's? Helf mir mal auf die Sprünge. Dass wir da die Säpplinge rauskriegen und dass wir dann wieder diese weißen Bäume pflanzen können, ne? Aber das wird schon, man sieht das ja auch hier. Wir haben doch schon ziemlich viel. Hoffen wir nur mal, dass er zwischen den ganzen Bäumen mitwächst, ne? Das ist so meine Hoffnung, dass er sich da durchsetzt auch und mitwachsen kann. So viel brauchen wir nämlich gar nicht. Und wir haben schon wieder eine, so ein Ding fertig hier. Wir müssen dann auch hier bald wieder abreißen. Weil das muss ja jetzt erstmal nicht. Und dann müssen wir auch mal wirklich ein Haus bauen, wo wir dann anfangen, Sachen zu sortieren. Also hier so eine Wendeltreppe hoch und dann über uns rüber vielleicht. Oder einfach nach da drüben Dings bauen. Unser Haus. Das wär zum Beispiel schon richtig geil, wenn wir das machen könnten. Dass wir so ein Haus haben, ja. Wo wir wohnen. Weil da ist jetzt das Tor. Da geht's zum... Später müssen wir da hinten die Monsterfalle bauen. Und mehr gibt es hier außenrum ja nicht zu tun. Cobblestone Generator kann auch erstmal hier so stehen bleiben, aber ich will die Erde halt abbauen. Ne? Die Erde muss weg. Wir brauchen hier nicht die guten Sachen stehen haben dafür. Das muss nicht sein. Weil die Erde ist dafür, finde ich, zu kostbar. So. Die Kiste muss auch irgendwann weg. Ich fülle das jetzt erstmal damit auf. So. Sieht auch anders aus, ne? Der Boden sieht auch anders aus. Also diese Platten. Also wie könnte man eine Wendeltreppe gestalten? Das ist halt so ein Ding, wo ich noch keine Ahnung habe. Dann können wir auch noch Glowstones bauen. Ja. Und das hier meinte ich halt. Wenn man die zerkleinert, die Dinger, dann kommt ja dann so ein Staub raus. Sand müssen wir auch noch machen, damit wir irgendwo unsere Dings anpflanzen können. Wo ich halt die meiste Angst vor habe, dass die Melone da wächst. Und dann, dass die Melone da wächst, habe ich die meiste Angst vor. Und dann das Wasser zumacht. Eigentlich hätte ich gar keine Angst vor haben müssen, weil wir haben ja eine unendliche Wasserquelle. Ne? Das ist eigentlich jetzt gerade wieder Bullshit gewesen, aber... Aber du weißt, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Erst handeln, dann denken. So. Dann haben wir wenigstens unsere Erde komplett auch nochmal wieder... Und jetzt eine Wendeltreppe. Hier. Was ist, wenn ich hier einen draufsetze und dann immer so einen weitermache? Weil das ist ja denn zu hoch. Kann ich den hier wieder abbauen, dass nur einer weg ist und der dann so schwebt? Ja, das geht geil. Okay.
Das heißt, der muss weg. Oh, das geht dann nicht. Das ist gaga. Ah, das ist sehr gaga. Okay, das geht so, wie ich das vorhabe, nicht. Dann nehmen wir normale Treppen, oder? Man kann auch normale Treppen bauen, aber dafür müssen wir dann erst wieder Cobblestones herstellen. Cobblestones, Cobblestones. Wir gucken jetzt hier nach unten in das Wasserloch, damit wir hier nichts abarbeiten. Dann können wir nämlich hier nämlich schön gedrückt halten. Und dann müssen wir Treppen bauen. Dafür brauchen wir ja 9 Stück, also 9 Cobblestones für eine Treppe. Die muss dann... Da müssen wir mal gucken, dass wir da einen Weg irgendwie hochbauen. So eine Treppe nach oben könnte man auch offscreen machen. Müsste man mal schauen. Es wäre halt nur eine Treppe nach oben. Die Plattform muss dann oben gesetzt werden und an der Plattform da oben drauf wird dann unser Haus gebaut. Ne? Und dann müssen wir nochmal gucken, wie verdammt nochmal man Tiere spawnt. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie wir Tiere spawnen, Leute. Ich glaube, man braucht so und so viel Erdfelder, damit Tiere spawnen können. Und da muss man wirklich mal schauen, wie das genau gemacht werden kann. Da muss ich mich dann auch nochmal reinlesen, weil die Tiere sind ja auch ziemlich wichtig, ja. Die Tiere brauchen wir auch unbedingt. Es läuft sehr gut hier mit unserem... Also unser Projekt Skyblock ist cool, es kommt gut an. Ich danke euch wieder mal ganz herzlich alle Leute fürs Zusehen, fürs Unterstützen, fürs Daumen nach oben, fürs Tipps geben und, ne. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Einer steht schon steif. Wir wollen aber, dass der andere auch nochmal dick wird. Boah, das ist wieder alles so zweideutig, Alter. Aber hardcore, Mann. Holy shit. So gehen noch Treppen. Zack, 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 zack. Ne? Ja, meine ich doch. 24 Stück. Und da muss man dann erstmal gucken, was man damit anfangen kann. Kann man die denn auch in so einem Kreis bauen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Cobblestone. Wir werden mal so machen. Wartet mal. Treppe, Treppe. Kubbel, Kubbel. Treppe, Treppe. Treppe, Treppe. Kubbel, Kubbel. Treppe, Treppe. Kubbel. Kein Kubbel mehr. Warte. Kubbel. 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 Das soll jetzt erstmal nur als Punkt dienen, dass wir da rumgehen können. Das soll dann hier rum. So. Zack. Zack. Und dann kommt hier Treppe. Treppe. Oder? Treppe, Treppe, ne? Jo, Treppe, Treppe. So, unter der Treppe werden die Kabels dann mal weggeboxt. Dann wird hier nämlich, das wird eine flache Fläche. Zack. Dann wird Treppe, Treppe. Treppe, Treppe. Treppe, Treppe, Leute. Der ist Treppe, Treppe. Dann können wir das wieder wegmachen. Wo ist er? Da. Dann wird hier Kabel, Kabel. Dann hoch. Treppe, Treppe. Und das war's, ne? Also noch höher brauchen wir nicht. Oder? Nee, noch höher brauchen wir nicht. So hätten wir dann erstmal unsere Treppe, Treppe. Kabel, Kabel. Sieht doch gut aus. Und dann bauen wir da oben eine Fläche hin, die dann da zu den Bäumen hingeht, damit wir da vielleicht nochmal eine schöne Sicht haben. Wände brauchen wir dann auch wieder ganz viele. Ja, wir müssen wieder Cobblestones farmen ohne Ende. Und ich glaube, ich baue auch nochmal die andere Cobblestone-Maschine, die ich mal in einem Video gesehen habe. Da kann man ein bisschen mehr mit abbauen. Wir müssen hier unten aber mal gucken, wie wir das am Ende dann richtig machen, dass hier nicht so eng ist alles. So, hier muss auf jeden Fall dann später Wand hoch.
Ne? Dass wir hier nicht irgendwo runterfallen. Und dann wird hier erstmal... Geil. Und hier wird dann unser Heim gebaut. Dass wir hier nach vorne dann einmal so die den Weg drin haben, also dass wir die Bäume sehen können. Das ist geil. So muss das sein, Leute. So sieht das gut aus. Na, dann müssen wir mal schauen, wie breit das hier wird, weil unten brauchen wir auch noch Licht. Es soll jetzt nicht so ein Monsterhaus werden. Es soll einfach ein ganz normales Haus sein, wo ein bisschen Platz drin ist. Wo man was machen kann. Und dann soll hier die Wände vorstehen. Da müssen auf jeden Fall Wände vorstehen, dass da nichts irgendwie... Dass wir da nicht runterfallen können oder so. Weil sonst sind wir auch im Arsch. Aber das werden wir dann irgendwie noch machen. Hier kann man noch so eine Ecke, ne? Genau. Ja, siehst du da, das ist so eine Eckentreppe. Treppe. Treppe. Weil dann steht die hier so AIDS rüber. Kann man hier nicht so eine Kurve machen oder so? Nee, aber die steht dann so gammelig rüber, ne? Ja, reicht ja sonst auch erstmal so. Was wir nur da oben brauchen, ist noch eine Fackel, auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock, dass über unseren Kopf irgendwelche Viecher spawnen und wir dann platt gemacht werden von hier unten. So. Und hier kommt dann später unser Häuschen hin. Oder aber wir reißen das Ganze wieder ab, ja, und bauen ein Baumhaus. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.